Hebben alle rummetesten, willen hier worden, rummetesten mag worden. Hier moeten ze voorbereiden, dan kunnen ze nacht en schoenen maken, omdat het niet nodig moet zijn. Vullingslager, dat is mijn voorzitter is dat vanaf mondag donderdag middag. Eerste week is van 120 dus aan de 30e maart. Oder tweede week blauw niet, mondag is middag van 5 tot 7 april. Wil je interesse hebben, schrijf eigenlijk de namen neer. Als taalnemer, als helden van de kinderen. Tagesvuur, het wichtigste, maar ook kan niet. Dat is goed gemaakt letztes Mal, maar het is niet zo de goede. Ze brauchen dan Leute, die niet meer das Führen kunnen, maar ook een Bibelgeschichte oder een Predigt machen kunnen. Ons kom ik toch Elternhilfe. Dan kunnen we schauen am Sonntag, ob es in Frage komt oder niet. Wenn we zu wenig Führen haben, alles stelt ervoor met een Führer, dan müssen wir es einfach verschieben zu Sommer. Und ich denke doch, wenn Leute auf dem Herzen haben, er hat ein gutes Buch gelesen. Und ich sage, das möchte ich gerne weitergeben, informiere mich erst, muss das prüfen und dann kann das weitergegeben mit allgemeinen Mitgliedern. Aber ich muss es erst wissen prüfen. Okay, wir sind bei Römer Kapitel 13, Vers 10 geblieben. Römer 13, Vers 10. Wir haben letztes Mal gesprochen über, wenn ich nochmal von Vers 8 habe, dass niemand nicht schuldig sein, sondern denn euch untereinander zu lieben, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn dass er gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, dich soll nicht gelüsten und so ein anderer Gebot mehr ist, das wird in diesem Wort verfasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut den Nächsten nichts Böses, so ist die Liebe des Gesetzes erfüllt. Ich habe schon einiges gesagt über Vers 8 und Vers 9 letztes Mal. Wichtigste, was du behalten musst. Alle neue Bibeln haben, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ausgeschnitten aus neue Bibeln. Weil die neue Bibel lügen. Es sind Lügenbücher, Lügengeister hinter. Und zweitens, das Gebot von den 10 Geboten, das Sabbat halten, wird nicht erwähnt. Das ist nämlich nicht für einen Christ, das sind morale Gesetze hier. Und die Sabbat ist ein zeremonielles Gesetz, was Gott an die Juden gegeben hat, offenbar wurde von Gott an Mose, ungefähr 1500 vor Christus. Also die ersten 2500 Jahre hat niemand den Sabbat gehalten, haben wir gesehen. Dann haben sie das hier gehalten, für die Juden. Und die Christen brauchen kein Sabbat mehr zu halten, weil es war ein Zeichen für die Juden, dass Gott mit das Volk Israel einen besonderen Bund geschlossen hat. Sabbat ist auch der siebte Tag, Sonntag, was wie fein ist, de eerste Tag der Woche. Dat is waarom Christus auferstanden is vom Toden. Siebte Tag is eigenlijk das Prinzip. Du musst erst 6 Tage arbeiten und de siebte Tag hast du Ruhe. Dat war die Idee von Rettung unter dem Gesetz. Erst arbeiten, danach kannst du das genießen. Hier haben wir die Gnade offenbart in Christus. Wir fangen an mit de eerste Tag, is de Ruhetag. De Ruhe in Christus hat alles für uns getan. Und danach können wir Werken tun, die übereinstimmen mit unserem Glauben. Das ist umgedreht. Und danach haben wir gesehen, die 6 Tage Arbeit und 7 Tage Ruhe ist ein Bild von der Geschichte der Menschen. 4 Tage, 4000 Jahre bevor das Kreuz. Ein Tag ist wie 1000 Jahre. 1000 Jahre ist ein Tag, sagt 2. Petrus. 2 Tage, 2000 Jahre danach. 6 Tage, noch ein paar Jahre Trübsalzeit. Und dann haben wir die Ruhetag, den Sabbat, 1000 Jahre gereicht, die siebte Tag, dass die ganze Welt Ruhe hat, die Schöpfung hat Ruhe, auch die Welt soll von neuem geboren werden. Dann. Nun, das Teil, was die meisten Leute erwähnen, ist im Ende von Vers 10, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Wir haben natürlich viel über die Liebe gesprochen heute, stärker noch, wenn du Straßenprediger bist, das Erste, was du hörst, du bist so lieblos. Lieblose Predigt. Warum? Weil ein guter Prediger, ein bibelgläubiger Prediger, fängt nicht an mit dem Satz, Gott liebt euch. Er fängt an, dass ein Mensch von Natur getrennt ist von Gott, unter Gottes Gericht steht, unter Gottes Zorn ist und deswegen die Hölle und die ewige Pfuhl des Feuers verdient, wegen der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes. Und dann, wenn du das predigst und in die 10 Gebote ihnen zeigst, dass sie immer ihr Gewissen folgen können und sie besichern nicht die 10 Gebote, kannst du mit die Gnade kommen, die Gott offenbart hat in seinem Sohn Jesus Christus. Und dann macht es auch Sinn, um etwas von der Liebe zu verstehen, nachdem wir die Heiligkeit erstens verstehen.
Vollkommen umgedreht heute. Es ist nicht richtig. Nun, wenn du das predigst auf die Straße, hast du sicher mal erfahren, was sagen sie dann? Matthäus 7. Matthäus 7, Vers 1. Richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Ihr richtet. Das ist ganz einfach. Johannes 3,18 sagt, ja, du richtest niemand, weil die Ungläubigen sind schon gerichtet, weil sie nicht glauben an den Namen des einzigen geborenen Sohnes Gottes. Sind schon gerichtet, war nichts zu tun. Hey, die brauchen nicht, zu richten. Du bist schon gerichtet, glaubst du nicht? Wenn du stirbst, öffnen deine Augen in eine Hölle. Gericht ist schon auf sie. Wir geben ihnen die Chance, zu Kenntnis zu nehmen, dass sie unter dem Gericht sind und dass sie daraus wegkommen können. Ist zu vergleichen mit jemandem, der ist in einem brennendes Haus und du laufst vorbei und du siehst das, Flammen überall, du klopst an und schmeißt einen Stein durch die Fenster und die Kerl sagt, ja, bist du vollkommen verrückt, wie kannst du einen Stein da durchschmeißen? Dann sagst du, kurze Flamme unten, links, rechts und so weiter, noch ein paar Minuten, dann bist du weg, also wacht eine Frau und Kinder auf, dann kannst du die nur retten. Und so ein Typ sagt dann, Idiot, vollkommen Idiot, ich hoffe die Polizei an, ja, dass du gerade ein Bett geholt hast. Geht zurück in seinen Schlaf und verbrannt. Das ist die typische Reaktion einer Durchschnittsschweizer, die so reagiert, wenn es Evangelium gegen Gottes wird. Lass mich in Ruhe, lass mich einfach meinen Weg gehen, ohne Gott, ohne Hoffnung, vielleicht mit ein wenig Religion, und dann sterbe ich und dann sehen wir schon. Amen. Gott ist mir gnädig. Nein, die Gnade ist offenbart beim Kreuz. Amen. Wenn beim Kreuz vorbeigeht, musst du nicht Gnade erwarten nach diesem Leben. Ja, das tun die Hindus mit ihrer Reinkarnation, das tun die Katholiken mit ihrer Fege vor. Es gibt noch vielleicht eine extra Chance. Ja, genau. Das ist fertig. Und nogmaals, het is niet een waanzin, wenn jemandem sagt, wenn du ihn warnt, das ganze Haus abfackelt, um seine Familie zu retten, wird iemand böse auf dich, schmeißt een Stein zu den Kopf. Dan verdient er doch, wenn das sieht, einfach zu sterben. Dat is wat die Leute verdienen. Nun, dan sagen sie auch oft, Matthäus 7, Vers 12 wird erwähnt: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen, denn das ist das Gesetz und die Propheten. Wird auch oft erwähnt, speziell von evangelischen und katholischen Leuten, die eigentlich sagen, wir möchten uns selbst vor Gott rechtfertigen, durch was wir tun, die Sakramente zu halten oder die Gebote Gottes, die 10 Gebote zu halten. Sagen wir mal, sagen, das sind Jesu Christi Worte, das ist das Gesetz und die Propheten, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen. Das sind Werke. Das sind Werke, und das ist der Punkt von Juden unter dem alten Bund, weil der alte Bund ist noch immer hier. Matthäus 27, daar fangt een nieuwe Bund an. Maar voor Matthäus 1 bis Matthäus 6, 27 is een alten Bund, Juden unter dem Gesetz, die durch Schweinefleisch essen, hebben lange Bärde, moesten den Sabbat halten, um errettet zu werden und zu bleiben. Deswegen sagt er das zu den Juden. Oder die jüdische Jünger. Also, Zusammenfassung von alttestamentlicher Gerechtigkeit, die hier erwähnt. Und zweitens, dieses Vers ist keine vollkommene Zusammenfassung von der Gerechtigkeit unter dem Gesetz. Diese Versen halten zusammen mit das Halten des zweiten Gebotes, der Nächste lieben wie dich selbst. Und du kannst deine Nachbar so viel lieben, wie du willst. Du kannst einen Weg putzen oder schaufeln und so weiter, in alles mögliche Lebensmittel kaufen. Aber das heißt noch nicht, dass du den lebendigen Gott kennengelernt hast als persönlicher Vater. Das ist ein großer Unterschied. Und Holländer sind gut darin. Vor allem holländische Evangelische sind sehr gut darin. Sie sind sehr selbstgerecht. Tun alles Mögliche, können die Bibel auch nicht, aber sie sind nicht von neuem geboren. Nochmals, die größte Sünde ist, wenn ein Mensch sagt, nein Gott, meine Gerechtigkeit, ob du katholisch oder Moslem oder wer auch ist, reicht schon. Ich brauche nicht deine Gerechtigkeit in den Sohn Jesus Christus. Dann sagt Gott, dann kann ich dich auch nicht akzeptieren in meinem Himmel, weil das ist immer ein Sündenschuld, die nicht bezahlt worden ist. Und die Preis, das Lösegeld, ist das Blut meines Sohnes, Jesus Christus. Ja, wenn ein Mensch das ablehnt, gibt es Hoffnung mehr für ihn, wenn er in diesem Zustand gestorben ist. Und schlussendlich in Römer 10, Vers 13 handelt es sich um einen von neuem geborenen Christ, die errettet ist durch Gnade, durch Glaube an Jesus Christus. Und dann soll er Werken tun, die sein Glauben entsprechen, die übereinstimmen mit seinem Glauben. Die Reihenfolge im Neuen Testament ist ganz einfach, wird erwähnt in Epheser 2, Vers 8 und Vers 9 und Vers 10. Es sagt, aus Gnade seid ihr selig worden durch den Glauben und das nicht aus euch,
Gottes Gabe ist es nicht aus den Werken, auf dass sich nicht jemand rühme, Vers 10, denn wir sind sein Werk, wie die Christen in Römer 13, geschaffen in Christus Jesu, durch neue Geburt, zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und die Werke, Römer 13, Vers 8, 9 und 10, das ist eine normale Folge, wenn man von ganzem Herzen Jesus Christus nachfolgen möchte. Aber du sagst nicht, um errettet zu bleiben, die Charismatiker, oder um errettet zu werden, wie ein gut evangelischer oder ein Katholik. Das ist ein großer Unterschied. Zwischen Himmel und Hölle. Das ist ein ziemlich großer Unterschied. Bitte zeig es auch in Römer Kapitel 8. Pak ich wieder zurück. Vers 3 und Vers 4. Denn was das Gesetz unmöglich war, siehte man, dass durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott und sandte seinen Sohn in die Gestalt des sündlichen Fleisches und verdammte die Sünde im Fleische durch Sünde. Auf dass die Gerechtigkeit vom Gesetz erfordert, in uns erfüllt wird, die wir nun nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Das heißt, du bist von neu geboren Christus, nun sollst du nicht mehr nach dem Fleisch wandeln, aber nach dem Geist. Ein neues Leben. Christus möchte dein Leben in dir ausleben. Das heißt, diese Liebe, Römer 13, ist ein Produkt, eine Folge von einem einwohnenden Heiligen Geist, die du bekommen hast aus Gnade durch Glauben an das Blut von Jesus Christus. Und dann sollst du das, ja, ihm, wenn du ihm vom Herzen dient, automatisch diese Gesetze erfüllen. Du brauchst nicht jeden Tag zu hören, habe ich nun nicht Ehe gebrochen und so weiter. Wenn du den Herrn Jesus liebt und deswegen auch zu tut, was er von dir fragt, dann brauchst du nicht die Sorgen zu machen, ob was du gebrochen hast. Ja. In Vers 3, es heißt ja, und verdammte die Sünde im Fleisch durch Sünde. Wieso durch Sünde? Römer 8, Vers 3. Weil es im Gesetz unmöglich war, sieht man, dass durch das Fleisch geschwächt ward, da tat Gott und sandte seinen Sohn in die Gestalt des sündlichen Fleisches und verdammte die Sünde im Fleisch durch. Er wurde zur Sünde gemacht da. Am Kreuz. Er wurde zur Wurzel und Ursache von aller Sünde gemacht. Nicht nur wurde er die Sünde Schuld auf ihn gelegt, das war ein, was er getan hat. Er hat die Sünde der Welt auf sich genommen. Er hat deine persönliche Sünden und die Sünde von jedem Menschen auf sich genommen. Aber Gott hat auch gesagt, eigentlich, kommt nach Johannes 3, übernimmt Jesus Christus dort die Position von dem Gott dieser Welt. Johannes 3, Vers 14. Und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss des Menschen Sohn erhöht werden, auf was alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und die Schlange in der Wüste war ein Bild von dem Teufel. Ja, wenn das Volk Israel gesagt hat, in 4. Mose 21, es möchte zurückgehen nach Ägypten, über die Welt, dann hat Gott die folgende Schlange geschickt. Der Haupt von Ägypten war Pharao. Und Pharao, hast du vielleicht noch bei Tutankhamuns Maske gesehen, die hat so einen riesen Kobra da auf seinem Kopf stehen. Er war eigentlich der Teufel personifiziert, ich dachte, der rote Drache genannt, in Ezekiel. Und dieses Haupt von Ägypten, der Pharao, ein Bild von der Teufel, de alte Schlange, in Offenbarung 12, die wird verglichen hier mit Jesus Christus. Want die moest Mose erhöhen auf diesen Stab. Jeder, die gebissen war, hat geschaut, obwohl er gebissen war, moest eigentlich sterben, er starb nicht, er blieb am Leben. Das ist für uns, wir sind alle als Sünde geboren, Sünde, Sohn ist der Tod. Wir schauen auf Jesus Christus und das heißt, wir haben ein ewiges Leben und sollen einmal auf ewig ein neues Körper im Himmel leben. Aber die Position ist natürlich fremd. Es wird die Schlange und der Sohn des Menschen verglichen. Das heißt eigentlich, dass Jesus Christus hat die Position von Satan angenommen, dass sie auch Wurzel und Ursache von Sünde gemacht ist. Und das geht noch tiefer als nur Sünde auf jemanden nehmen, Sünde der Welt auf sich nehmen, aber Sünde personifiziert in den Teufel, Mensch der Sünde, hier, aber hier wurde er zur Sünde gemacht. Habe ich gerade uit 1. Petrus 3, 18, de Stelle, die Mark zitiert hat. Oder 2. Korinther 5, 25. Gott hat ihm, das ist Christus, die von keiner Sünde kannte,
für uns zu Sünde gemacht. Zum Wurzel und Ursache von aller Mühen, dass diese ganze Welt in 6000 plus Jahren vorgebracht hat, er wurde als Ursache dargestellt. Kannst du nachgeben. Jemand, die niemals Sünde gekannt hat, die vollkommen heilig und rein war, miljarden Jahre bevor sie überhaupt eine Welt gegeben hat, wurde als Mensch zu das gemacht. Was eine Lösung. Das hat Mohammed nicht. Oder das hat, wer ist das? Mohammed. Mohammed. Mohammed mit seiner 14 Frauen und jüngste war ein 9-jähriges Mädchen. Ja. Dan zeg ik immer, waarom maken ze zo'n problemen daar met al die katholische priesters? Die doen in Nederland, Österreich, Duitsland, Canada, Australië, ze komen überall aus die Kast und so weiter. Ik denk, ja, dat is wichtig. Maar wieso sagen ze niet dat Mohammed het gleiche gemacht heeft? Hm? Historische Tatsache. Dus met wat vielleicht darüber sagen, aber das tue ich dann nicht zum Mund auf. Also zurück zum. Vers 11 von Römer 13. Weil wir solches wissen, nämlich die Zeit, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, sintemal unser Heil jetzt näher ist, denn da wir es glaubten, die Nacht ist vergangen, der Tag aber herbeikommen, so lasset uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Nun, es gibt ein paar Orte, wo Gott spricht von Schlaf, also eigentlich von Christen, die schlafen. Erstmal in 1. Korinther 15, Vers 34. Also, da gibt der Heilige Geist, die warnt die Christen, um nicht einzuschlafen. 1. Korinther 15, Vers 34. Werdet doch einmal recht nüchtern und sündiget nicht, denn etliche wissen nichts von Gott, das sage ich euch zur Schande. Also, manche Christen, also eigentlich viele Christen, schlafen heute geistig, wenn es kommt zu Seelengewinnen. Einfach, wenn es kommt zu einem Traktat weitergeben, einem persönlichen Zeugnis weitergeben. Sie schlafen wirklich, sie haben kein Interesse, keine Lust. Ihr Herz ist in dieser Welt. Und du kannst nicht jede Zeugen, die du triffst, aber du kannst doch versuchen, Leute ein Traktat zu hinterlassen. Du kannst einfach naar de Toilette gehen, du kannst einfach ein paar Traktate mitnehmen und so, wenn du irgendwo hingeht. In een restaurant of in een boezer in het zoek, einfach een traktaat in te lassen. Maar de moslims zien, of de Turken zien, dan moesten we die afpassen, einfach. Maar goed. Een broeder, jongen, ik heb iemand zo heen geführt, en die was ziemlich ijverig, dat was 1994 oder zo. En die had Turkische traktaten besteld van Chick. En zij woont in een van Rotterdam. En had dan, is dan aan het zoek uitgestiegen, maar hij had gehoord van een moslimviertel. Had dort een menge traktaten vertaald met mijn handschrift in een moslimviertel. Alle had geen zoon, is dat. Ja, en dan heb ik telefonaten bekommen en bedrohungen bekommen. En dan heb ik gezegd: we zitten voor de grijze wolf, grauwe wolf, als de Turkije. We zitten als voor die Taliban in Afghanistan. En die hebben voor, die töten ook Leute. Die suchen nach Leute, die ze bekeerd hebben. En dan töten ze zich in Nederland. En dan word ik gewarnt. Dan heb ik einfach gezegd: ja, je bist een jonge kerl. Also die andere moeder dan. Aber das musst du nicht mehr tun, wenn du einfach gesund bleiben willst. Das war die Warnung da. Also du musst schon, wenn ich weiß, dass ich mit Amerika Pakistan gehe, gehe ich echt nicht das in Urdu verteilen. Weißt du? Du musst schon, wenn ich Vernunft habe. Ja, oder wirst du gerne schnell beim Herrn sein, dann musst du das natürlich tun. Zweite Mal, dass Paulus spricht über Schlafen, ist in Epheser 5, Vers 14. Das ist nicht. Epheser 5, Vers 14. Darum spricht er: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. Manche Christen, die schlafen, dass sie eigentlich ausschauen wie jemand, der überhaupt nicht von neuem geboren ist. Sie leben eigentlich im Grab mit ihrem Todeskörper. Das Körper ist tot, das lebt noch schon, aber das stirbt mehr und mehr ab, das wird älter. Und die meisten Christen, die verwenden keine Zeit in Gottes Wort. Die denken, ja, ich kann auch ohne Bibel leben. Sie kann kaum ein Gebet leben. Sie denken, ich kann es schon schaffen, ja, Mittwoch, ohne den Mittwoch, ja, Sonntag ab und zu, aber Mittwoch ist schon wenig übertrieben, ja. Ich muss mein Champions League Fußball ein wenig anschauen. Die meisten Christen, die doen niet wat de Heer van hen vraagt.
Das ist das größte Problem. Die meisten Christen, wenn es kommt zu aktiv Zeugen und seine Gewinnen, sind relativ ineffektiv hier im Westen. Deswegen sagt der Heilige Geist in Vers 16 von Epheser 5, schickt euch in die Zeit, es ist eine böse Zeit. Du musst mal schauen, wie viele Leute wirklich versuchen, für Jesus Christus zu leben. Es sind sehr wenige. Und nochmals, es ist eine böse Zeit. Wir haben nicht viel Zeit mehr. Und wir haben noch Zeit, Freiheit hier, die müssen wir auskaufen. Amen. Und wir haben die Gelegenheit, darum freut es mich, dass Michi mitkommt nach Pakistan. Weil dann siehst du, hey, du kannst nicht auf die Straße prägen in Pakistan. Das ist keine Chance, das geht absolut nicht. Ja, mit Name nochmals, wenn du schnell im Modul sterben möchtest. Aber es geht nicht. Und dann kommst du zurück hier und denkst du eigentlich, es ist sauber hier, wir haben die Freiheit hier, aber kaum gehen die Christen raus. Mm-hmm. Das ist tragisch. Yes, du kannst beten, was du willst. Die Lösung ist einfach, du musst rausgehen. Wenn du rausgehst, dann ziehst du in laufende Zeit auch Leute, die du zum Herrn führt, hinterher. Sie folgen dich nach, du reproduzierst nach deiner eigenen Art und Weise. Ich bin eine Schwester, mach nichts aus. Wenn du gehst, gehen deine geistlichen Kinder auch raus. Amen. Ganz einfach. Dann schlussendlich Vers 11 von Römer 13, da sagt Paulus also das dritte Mal, dass ihr solches wissen, nämlich die Zeit, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Siebte Mal, unser Heil jetzt näher ist, denn da wir es glaubten. Das Heil hat nichts zu tun mit die Rettung ist einmal passiert, aber Heil ist, dass wir einmal hier entrückt werden und körperlich geheilt werden in ein neues Körper, ihm von Angesicht zu Angesicht sehen. Und er nennt das, dass die Stunde da ist. Die Stunde, dass deine Rettung vollkommen ist, dass die Seele errettet ist, die Geist von neu geboren, aber auch das Körper in einem vollkommenen Zustand im dritten Himmel ist. Vers 12, die Nacht ist vergangen, der Tag aber herbeikommen. Die Nacht ist vergangen, der Tag ist de Tag, die erwähnt wird in 2. Petrus 1. Dan kommt nach 2. Petrus 1, Vers 19. Vader Petrus 1, Vers 19, Seite 369. Wir haben ein festes prophetisches Wort und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheinet in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eure Herzen. Der Morgenstern, das ist der Herr Jesus Christus. Die Moment, dass er kommt für seine Heiligen, für uns. De Morgenstern wird erwähnt als letzte in Offenbarung 22. Is auch die Morgenstern nicht dass die letzte klare Stern, die klar scheint, bevor der Tag anbricht? Is dat niet de Morgenstern? Hat jemand Kenntnis von Astronomie? Ja, dat is de Morgenstern. Offenbarung 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe gesandt, meinen Engel, solches euch zu zeugen an die Gemeinden. Ich bin die Wurzel des Geschlechts Davids, ein heller Morgenstern. Er kommt auf. Gut, und wenn es inderdaad so ist mit dem Morgenstern, ich muss es mal prüfen, aber ich dachte, das war so. Hier fängt der Tag an. Das Licht der Welt kommt auf die Welt und herrscht auf die Welt. Morgenstern, gut, Entrückung. Und danach, ein paar Jahre danach, kommt Jesus Christus, das Licht der Welt, persönlich, um uns zu holen. Nun, Tag und Nacht werden erwähnt in Vers, Kapitel 13, Vers 12. Die Nacht ist vergangen. Nun, Jesus Christus unterteilt Tag und Nacht als ein Teil von 12 Stunden, also zusammen 24 Stunden. Johannes Kapitel 11, Vers 9. Das ist 11, Vers 9. Jesus antwortete, sind nicht des Tages 12 Stunden, wer des Tages wandelt, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Also Tag hat 12 Stunden, das heißt Nacht hat auch 12 Stunden. Das ist 24 Stunden. Nun, im Moment, dass ihr kam, aus Licht der Welt, und dass ihr zurückkommt, es ist Nacht, Nachtzeit. Und die Zeit ist, wenn wir das nehmen von der Gemeindezeit, ist ungefähr 2 Tage oder 2000 Jahre. Das gehört eigentlich zu Daniels 70. Jahrwoche. Der letzte Jahrwoche von Daniel, von 7 Jahren, ist eigentlich schon angefangen hier bei der Anfang von Tempelbau. Also das ist ungefähr 2
das wird Nacht gewählt, also aus zwei Tagen. Und eine Nacht kann man unterteilen in Wachen. In vier Nachtwachen. In Markus 13 werden sie erwähnt, in Vers 35. So wachet nun, denn ihr wisst nicht, wenn der Herr des Hauses kommt, ob er kommt am Abend oder zu Mitternacht oder um Hahnenschrei oder des Morgens. Also die Abend mit Sonnenuntergang ungefähr, nehmen wir 18 Uhr, abhängig von der Zeit des Jahres. Erste Wache ist Abend von 6 bis 9, Mitternacht von 9 bis 12, Hahnenschrei 12 bis 3 und dann am Morgen von 3 bis 6 Uhr morgens. Das ist die Zeit, die man unterteilen kann in zwei Tage. Das heißt ungefähr, dass wenn das 2000 Jahre sind, von der Zeit von Christus ungefähr bis auf heute, und man unterteilt es in vier Wachen, dann ist nach der dritten Wache, nach 3 mal 500 Jahre, hat de Reformation angefangen, Luther. Damit fängt an, das reine Wort wieder aufzukommen. Und dann hat man hier am Ende die Zeit von 1900 ungefähr, die neue Bibel kommen rein, das Licht geht weg. Wir haben hier diesen Valenzer Zeichen von der Valenzer Bibelgläubigen seit dem 13. Jahrhundert aus Italien. Das schreibt im Latinischen, lucet in tenebris, Licht scheint in Finsternis. Warum scheint das Licht? Die Bibel ist geöffnet. Wenn das Wort geöffnet ist, kommt Licht. Wenn das Buch geschlossen wird, hört das Licht auf. Du sagst, ich möchte Wahrheit kennen, ich möchte wissen, was ich tun muss in meinem Leben. Geht niemals außer mit Kraft von diesem Buch. Von diesem Buch. Nicht von einer Bibel. Von Amen. Diesem alten Luther. Amen. Das ist das Sicherste, was du tun kannst. Und du sagst, ja, ich habe gerne, ich bin ja ein Typ mit Borderline-Syndrom, würde gerne was Adrenalin. Ja, dann musst du draußen gehen und Dinge tun, aus einer anderen Bibel oder klar draußen. Und ja, dann sollst du sehen, dann spielst du mit der Sünde. Und die Sünde lässt niemals besser gehen, als dass Sünde dich findet. Du zahlst. Bleib bei diesem Buch. Das Buch hält dich von Sünde weg. Sünde hält dich von diesem Buch weg. Ja. Weißt du, glaube ich, warum die meisten Christen, Pastoren, Missionare, nicht in diesem Buch gehen? Weil Sünde hält sie von diesem Buch weg. Und du kennst es auch selbst. Wenn du nicht recht tust, dann sagst du nicht am Ende des Tages, mach ich hier fein ein paar Bibelstücke aus der Bibel lesen. Nein. Überhaupt nicht. Und, Bibelhase, Mord, ja. Aber das hat Kraft darin. Gott spricht zu dir persönlich, und das Schreckliche ist, du tust nicht recht. Okay, ich lese mal ein paar Verse, das um mein Gewissen zu reinigen. Du lest etwas über, dass Gott die Sünde, alle Sünde ins Gericht bringt und so weiter. Sagt, das ist eine schlechte Stelle, eine neue Stelle und so weiter. Und wieder etwas, dass deine Sünde soll dich finden und so weiter. Sagt, das muss ich überhaupt nicht lesen. Weißt du, ein lebendiges Buch ist. Das ist nicht gut gemacht. Du siehst mit was, du hast ein Problem, du bist böse auf jemanden oder zornig oder was auch. Sagt, nou, lees ich etwas. Ich habe keine Lust, lees ich etwas. Und dann, Vers 4, 32, was nicht den Tag untergeht über an der Zorg und so weiter. Ah, das ist negativ. Weil das Buch hält dich von Sünde weg. Und je schneller du das bekennst und anerkennst, je besser es mit dir geht. Ja. Weißt du, wir sind ab und zu die kleinen Kinder. Die von uns, David tut etwas nicht recht und so weiter. Und dann kommt er rein und wird er böse oder wird er mag und schaut er nicht so an. Dann bekommt er was. Aber alle sollen dankbar sein, weil die versuchen ihn von Sünde weg zu halten. Ich verstehe das auch, sterker noch. Hebräer 12 sagt auch, ja, wir sind später unsere Väter dankbar, die uns nach dem Fleisch gezüchtigt haben. Ja, nach 32 Jahren. Aber die ersten 18 Jahre nicht, Amen. Ich nicht, ich war überhaupt nicht froh, wie wir uns falsch getan haben. Aber das ist auch ein himmlischer Vater, er möchte dich ermahnen. Er möchte dich helfen. Das schmerzt vielleicht, aber es ist wie mit Zahnarzt, mein Vater ist Zahnarzt. Jeder hasst Zahnarzt. Jemand, der gerne zum Zahnarzt gehst hier? Niemand. Genau. Ah, du. Warum? Weil er schmerzt dich immer. Also, ah, so ein schrecklicher Kerl. Weißt du, immer, und genießt es auch noch, sagen sie dann. Aber ein Zahnarzt muss den Müll wegholen, das schmerzt, um dich aus Prävention für schlimmere Infektionen und Schmerzen. Das weiß jeder. Und man zahlt ihm auch noch natürlich dafür. Aber das ist auch eigentlich mit einer Prediger oder mit Gottes Wort so. Er schmerzt, aber eigentlich weißt du, das braucht ich. Ja. Stärker noch, du musst, vor allem mit Teenies, musst du mal schauen, heute vor allem. Heutige Teenies hier in der Stadt,
Die meisjes, ja, die lachen schon, aber die hebben geen Freude. Ze hebben geen Freude, ze zijn niet oud. Ze zijn ongelukkig. Weißt du, was meistens is? Weil er is geen Papi oder geen Mami, die zich wirklich um sie kümmert. Ze wissen dat. En waarom wissen ze dat? Keiner neemt die Mühe, um die Konfrontation zu suchen, sie sich zu ermahnen. Ik ben goed. Mijn beste trainer, die ik zeer geschätzt heb, of allem, war einer, die ik was 15, 16 jaar alt, B-Junior, A-Junior, en ik heb ihm de Schuld bekommen voor alles, was in de Mannschaft falsch ging. Hoeveel Schuld? Ja, warum? Du bist een bessere Spieler, du musst es voorkomen, dass Leute in diese Position kommen. Heb ik ihm angepakt, war hart, zurückschaut, heb ik van ihm am meisten geleerd. Warum? Weil er hat die Mühe genommen, Zeit und Energie in mich zu investieren, weil er hat gedacht, ich kann weiterkommen. Weißt du, wenn du aufpassen musst, wenn du das Wort liest, öffnet, und es sagt nichts mehr zu dir. Mhm. Das spricht überhaupt nicht. Der Heilige Geist sagt, das so auf mich gehört, ist es nicht. Das ist ein Problem. Mhm. Aber solange der Herr noch spricht und etwas zeigt, oder mit einem Bruder oder Situation oder einem Predigt etwas in dein Herz kommt, sei dankbar. Ja. Der Herr schafft noch an deinem Herzen. Da ist noch Hoffnung, auch für Christen. Also, der Herr, die ist nah. Und die Frage ist, meine Frage ist an dir, bist du bereit, um ihm zu begegnen? Lass es uns ablegen, die Werke der Finsternis, und anlegen die Waffen des Lichtes. Bist du bereit? Bist du beschäftigt? Wachest du? Es ist nicht nur betet, aber Gott sagt, wachet und betet. Erst das Wachen. Wach heißt einfach rundum schauen. Nicht einschlafen. Das kannst du nicht allein. Du brauchst einander. Weil wenn du eine ganze Nacht wach bleiben möchtest und du hast das gar nicht geschafft, ist es schwer. Wenn du mit einer Gruppe bist, ist es einfacher, wach zu bleiben. Oder du sagst, einer wacht, der andere geht gut zu schlafen. Dann brauchst du eine Gemeinde. Du kannst nicht immer, jeden Tag der Woche, ohne Gemeinde wach bleiben. Das geht nicht. Unmöglich. Aber als Gruppe, als Gemeinde ist das möglich, um zu wachen. Wenn ich etwas sehe, sagt Pedis oder sagt, sieht Michi oder Manu sieht vielleicht etwas. Dann bin ich dankbar für. Pass auf das, pass auf das, pass auf das. Man braucht einander darin. Und darum sage ich immer, eine normale soziale Kontrolle ist gesund. Eine normale soziale Kontrolle. Nicht, dass man in seine Nase alle möglichen Dinge stecken will. Das ist auch nicht meine Sache. Gott weiß es alles. Aber eine gesunde geistige soziale Kontrolle ist sehr gesund. Wenn Leute sich davon entziehen, dann stimmt etwas nicht bei den anderen. Und das brauchst du. Du kannst nicht in diese schmutzige Gesellschaft als Christ ohne Probleme, ohne Predigt, ohne Gemeinde immer gut weitergehen. Das ist absolut unmöglich. Absolut unmöglich. Vers 12 haben wir gesprochen über die Werke der Finsternis ablegen. Nou, wir haben sie das oft in die Paulusbriefe, dass er sagt, du musst etwas ablegen und etwas anziehen. Das geht zusammen. Ich komme nach Epheser 5, Vers 11. Und du kannst nichts anziehen, bevor du etwas ausziehst. Wenn du sagst, ich habe gejoggt oder Sport gemacht, ich bin dreckig und so weiter, dann sage ich, okay, ich muss den Bibelunterricht, ich gehe einen Anzug anziehen und so weiter, und ich ziehe einfach über meine Kleider diese Kleider. Das geht nicht, das ist schmutzig. Die Idee ist, du musst es ausziehen, dich waschen, das musst du anziehen. Die Idee ist, durch Glaubens Blut von Christus bist du gereinigend, dann musst du den alten Werk ablegen und dann kannst du die neue aufnehmen. Aber oft ist es so, dass wir als Christen denken, wir müssen das neue aufnehmen, aber vergessen, einiges zu hinterlassen, wegzutun. Komm nach Epheser 5, Vers 11. Hab nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Strafet sie aber viel mehr. Na, du hast Dinge getan, ich habe Dinge getan, die ganz klar finster waren. Du musst sie strafen, du musst wegbleiben bei diesen Leuten und diesen Dingen, die du getan hast. Vers 13. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht gestraft wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Was ist das Licht? Heiligen Geist und Gottes Wort. Daarom is een ortsgemeinde goed. Daarom is predik goed. Daarom is rausgehen goed. Het evangelium zelfs brengen goed. Want op het moment dat je zorgst, hast du geen tijd om werk in de finsternis te maken. Amen. Dat is ganz einfach. Op het moment dat je betest, familie anders dan met je vrouw en je kinderen, hast du geen tijd om blödsinn te bedenken. Om zonde te bedenken. Dat gaat niet. Op het moment dat je dich fühlt met de dingen die recht zijn, met gezonde gemeenschap, met christen,
Und Gott wählt die Freunde aus, aus als Christ für dich. Als du keins sein willst, um die Gemeinschaft zu pflegen mit denjenigen, die einfach nur Müll machen wollen. Ja. Du kannst bei gut mit ihnen auskommen. Aber ist es nicht recht? Und ist es nicht gut? Ist auch nicht gesund? Und du weißt es auch. Aber da musst du dich selbst dabei nehmen und sagen, ich muss diese Werke bestrafen. Werke der Finsternis. Bleib weg von ihnen. Hat kein Gemeinschaft mit ihnen. Bestrafe sie im Licht der Heiligen Schrift. Und kämpfe gegen ihnen geistlich. Du kannst dagegen kämpfen. Verweigern daran zuzugeben in bestimmte Sachen. Jeder hat seine Schwachheit nach dem Fleisch gesprochen. Und du musst dagegen kämpfen und darüber beten. Und da bin ich überzeugt, dass in Griechenland 10, 13, dass Gott dich Sieg gibt über eine bestimmte Gewohnheit oder Sünde, wovon du denkst, das schaffe ich nie. Das sagt der Teufel, das schafft das nie. Es hat die noch keine der menschlichen Versuchung betreten. Aber Gott ist getreu. Er lässt sich niemals über dein Vermögen versuchen lassen. Er gibt ein Ende an diese Versuchung, dass sie tragen können. Dann sagst du aber, du kennst mich nicht. Nein, aber ich kenne Gottes Wort. Amen. Und Gottes Wort ist stärker als jede Gewohnheit, jedes fleischliche Gedanke, jede Sünde. Das Wort kann alles brechen. Beanspruche das Wort, lerne es auswendig, beanspruche das Blut und du sollst sehen. Es wirkt, warum? Weil es Wahrheit ist. Wir sollen in Vers 13 ehrbarlich wandeln, als am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Kammern und Unzucht, nicht in Hader und Neid. Ehrbarlich wandeln. Paulus sagt in Römer 6, wir sollen in Neuheit des Lebens wandeln. In Galater sehen wir, wir müssen wandeln im Geist. Oder wandelen in Christus. Dat was onze 2 vers 6. Die we hem aufgenommen hebben. Zullen we ook in hem in Christus blijven. In hem wandelen. We zullen wandelen door geloven. 2 Korinther 5 vers 7. Niet in schauen, maar in geloven. Daarom is het goed dat je manchmal dingen doet die weiter gehen als dat je denkt dat je kan. Zum Beispiel van bestimmte Sünde oder werkende Finsternis wegblijven. Oder zeugen. Zu jemandem, die zegt dat de straf schaffe ik niet. Beter voor hem, goed. Tussen deine Mutter. Traktat verteilen. Erstmal ein paar Bibelstellen zitieren auf die Straße. Amen. Etwas weiter. Einmal nach Afghanistan, entschuldigen. Schon mit Vernunft. Aber etwas tun und darüber beten, und es ist klar, Gottes Wille ist, geh immer einen Schritt weiter, also denkst, dass du kannst. Warum? Weil Männer, vielleicht Frauen, die nicht auch, aber Männer vor allem, wenn alles auf den automatischen Pilot geht, dann geht es ins Fleisch. Ja, dann brauchst du den Herrn nicht mehr. Du musst immer etwas haben an Herausforderungen, dann bist du gesund. Und dann bin ich überzeugt, und das ist das, was ich hoffentlich hier auf und mitnehme, ich versuche immer, die Weltvision zu übertragen. Ein Herz für die Verlorenen in der ganzen Welt. Warum ist das so? Okay, wir sagen hier, du fängst an, Jesus nachzufolgen. Die Familie kommt zum Glauben. Da kommen Leute in deine Umgebung zum Glauben. Denkst, schau mal an, so ein super geistlicher Typ, den ich gar nicht bin. Und da kommen Jungs, fangen an, Jesus nachzufolgen. Das ist alles schön. Und dann kannst du sagen, schau mal, das ist auch ein wunderbar, du vergleichst dich vielleicht mit das und das, was sowieso nicht weiß ist. Aber du vergisst, dass da 5 plus Milliarden Leute sind, ohne Gott, ohne Hoffnung, die für ewig in die Hölle gehen. Die nächsten 80 Jahre, wenn sie noch leben, unter sterben. Was tun wir dann? Aber wir beten ab und zu für sie. Und was tust du aktiv? Du musst etwas tun. Du musst eine Vision haben. Und darum ist, finde ich schön, dass München mitkommt. Und auch wird es auch für andere mitkommen. India, Pakistan, Ukraine, Straßenprojektur, erste Woche August hier. In Deutschland, du musst selbst dahin gehen, selbst sehen, selbst predigen, selbst in Bedürfnissen und Noten sehen. Und dann siehst du wirklich, was Leiden ist. Und dann weißt du, was für Gnade Gott dir gegeben hat. Mhm. Und was du für anderen tun kannst. Mhm. Und je mehr du das siehst und mehr du tust, je mehr siehst du, das wahre Leben ist das, was Gott mir geschenkt hat, zu übertragen an diejenigen, die das brauchen. Das kann finanziell, materiell, geistig sein, macht nicht so viel aus. Das ist wahres Leben, für den Herrn leben, um etwas tun für diejenigen, die echte geistliche oder praktische Bedürfnisse haben. Wenn du das nicht tust, bist du älter und älter und nach einiger Zeit hast du dann diesen Midlife-Kreis, heißt das. Weißt du, warum Leute Midlife-Kreis haben? In meinem Alter, 40 bis 50, glaube ich. Sie haben das, was sie haben meistens nur für sich selbst gelebt. Christ oder nicht Christ. Und das erfüllt nicht. Und eine Seele, die ewig ist, die weiß, ich bin hier, um etwas Ewiges zu tun, um etwas von Gott zu tun. Das weiß eine Seele unbewusst. Wenn das nicht tut, hat er einen Midlife-Kreis. Das ist immer das Beste gegen eine Krise oder was auch. Ist fang an, für den Herrn aufgrund seines Wortes und für anderen zu leben. Aber du musst eine Weltvision haben. Weil anders bist du zu schnell zufrieden und sagst, schau mal an, was wir hier aufgebaut haben. Du vergisst all diese in Deutschland 100 Millionen plus
Leute, von den meisten von euch geboren, von euch sind in die Hölle gehen. Amen. Das vergessen wir wieder. Du musst die Vision haben, du musst sie auch frisch halten, echt haben. Wenn du das nicht hast, hey, das religiöse Fleisch. Ja, so auf. Jemand zum Glauben geführt, weil Leute den Herrn nachfolgen und du sagst, schau mich mal an. Nein, da sind noch, das ist ein kleiner Tropfen, eine riesen Arbeit, die noch zu tun ist. Amen. Und die musst du mit konfrontieren, die musst du jeden Tag sehen. Dann musst du auch auf die Straße, dann auf die Straße zu gehen. Du siehst die Leute. Du siehst die Hoffnungslosigkeit da. Und du siehst, ich habe eine Antwort. Ich muss Zeit mit den Leuten finden. Ich sage immer, meine Frustration nun ist, was soll ich sagen, Christian, ich verbringe weniger und weniger Zeit mit Ungläubigen auf die Straße. Und das, wenn du das tust, wenn du eine Stunde bist, dann denkst du, ich kann noch zwei, drei, vier, fünf Stunden bleiben. Mhm. Ich muss eigentlich jede, es reicht, um lange zu bleiben. Aber im Moment, da müssen andere Dinge auch getan werden und die sind, das ist meine erste Aufgabe dann. Und ihr, Studenten, ihr habt das Beste. Weniger Verantwortung, als Familie und Job und weiter. Kehr die Straße. Such die Seele. Präge das Wort. Das ist alles Schönste. Es ist nicht schöner, ist meine Meinung, dass Gott dich nützt, um eine unsterbliche Seele zu Jesus zu führen. Es gibt nichts Besseres. Mit der Süchtigste nach. Gute Sucht ist das eine der wenigen guten Suchte, die es gibt in dieser Welt. Wir sollen wandeln in Glauben. In gute Werke, sagt Epheser 2, Vers 10. Wandeln würdiglich mit dem Ruf, womit wir gerufen sind. Die Welt schaut dich an wie einen Adler. Vor allem, ja, Leute bei Migros hier oder wo du auch arbeitest. Sie schauen dich gut an. Was tust du? Wie reagierst du? Und das alleine hilft schon, dass Leute näher zu Jesus Christus kommen. Wandeln in Liebe. Wandeln als Kindern des Lichts. Vorsichtiglich wandeln. Wandeln würdiglich der Herrn, Kolosser 1. Und in Weisheit wandeln. Das sind alle möglichen Arten und Weisen, wie wir wandeln sollen. Das ist etwas, um zu predigen. Aber es gibt auch 6 Arten und Weisen, wie man nicht wandeln muss. Das sind in der Ende von Vers 13 und 14. Lass uns ehrbarlich wandeln, also am Tage. Nicht in Fressen und Saufen, nicht in Kammern und Unzucht, nicht in Hader und Neid. Also 6 Arten und Weisen, 6 Zahl des Menschen, Fleisch, die wir nicht wir müssen fressen und saufen. Ja, das sind die deutschsprachigen Leute gut in. Weißt du, ich muss de FIFA mal fragen. Ik heb een list met supportersgroepen die am gefährlichsten sind. Weißt du, welche 3 Länder sind die am gefährlichsten sind? Alle germanische Völker. Deutschen, Engländer und Holländer. Niederländer. Die 3. Wenn die fressen und saufen, kann sie nicht stoppen. Riesenpolizei, Bewachung immer. Wenn das mal losgeht, geht's gut los. Die Leute in Südländer, ja, die trinken ab und zu Wasser, aber die gehen nicht wirklich los aufeinander. Aber die Germanen, die suchen immer einen Grund, um irgendwas zu kämpfen. Schau mal, 2 Weltkriege, wo sind sie angefangen? Die deutschsprachige Leute. Dann sagte Kammern und Unzucht. Kammern kommt von unserer Kammer oder Zimmer. In Holland heißt es Kamer oder in Deutschland heißt es Zimmer. Die Dinge, die in 4 Mauern passieren. Problem. Kennst du, wenn du zu lange in 4 Mauern sitzt, musst du aufpassen, was im Kopf passiert. Du musst raus. Das ist gesund. Wir sind geschaffen, um in einem Garten zu leben, ne? Im Paradies. Nicht in 4 Mauern. Und in 4 Kammern passiert viel. Hebräer 13, Vers 4 sagt es so. Die Ehe soll ehrlich gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt. Die Hure aber und Ehebrecher wird Gott richten. Das sind die Dinge, die im Bett sind, in den 4 Mauern passieren. Und dann wird erwähnt Hader und Neid. Hader und Neid, da soll man von wegbleiben. Das sind ein Wandel im Fleisch. Und das sind Werken des Fleisches. Die gehen immer zusammen. Neid produziert Hader. Der Grund, warum Jesus gekreuzigt wurde, war der Neid, weil er das wusste, dass die Oberpriester ihn aus Neid überliefert hatten. Die Brüder Jesu haben Josef aus Neid überliefert. Der Teufel war neidisch auf die Schönheit und die Position von Jesus Christus. Neid. Neid produziert oft Hader. Da musst du für aufpassen, auch untereinander als Bibelstudenten oder in der Gemeinde. Und er sagt, ja, so hat das und das und das, materiell und geistig und so weiter. Vergleicht sich nicht mit den anderen, man kann schon einander helfen, den Lauf zu laufen. Das ist gut, man wächst einander.
Aber zu vergleichen ist gefährlich. Jeder hat seinen Ruf, sein Gabe. Und ich muss nicht sein wie Bruder so, oder Romano muss nicht sein so wie Marco oder so etwas. Jeder hat sein Ruf, sein Gabe, sein Arbeit. Und es ist zu gefährlich, wenn man. Ich habe oft gesehen, also sprach hier von Gemeinden, wegen Hader. Weil jemand wird eifersüchtig oder neidisch. Für was für ein Grund auch? Es ist immer, ich möchte etwas haben oder etwas sein, was Gott mir nie gegeben hat, aber ich möchte es doch haben und dann kommt. Den Hader. Aber er sagt dann schlussendlich, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und wartet des Leibes doch auch so, dass ihr nicht geil werdet. Das haben sie auch. Als man schlachtet, immer bei dir, ich schon mal schauen, was er davon gemacht hat. In der Form Vers 14. Romans 13, Vers 14. Aber het punt is also, du sollst versuchen, den Herrn Jesus anzuziehen. Und das ist eine Sache, die passiert. Zur Erregung von Begierden. Was ist nun klarer? Geil oder zur Erregung von Begierden? Das sind vier Worte oder ein klares Wort in Deutsch. Dit is klaar. Dit is een schere Übersetzung. Weißt du, so werden Kinderbücher geprüft. Begierden, das ist drei Silben. Geil ist eins. Und es gibt noch vier Worte gegen ein Wort. Das heißt, das ist ein viel schwerer, höheres Niveau, wenn man Kinderbücher prüft, mit diesem speziellen Computerprogramm. Die ganze Text geht da durch und dann wird geprüft, wie viele Silben, wie viele Worte wird für einen Text, in den Text gebraucht. Je mehr Silben pro Wort, wie schwerer der Text ist. Deutsch Luther hat einfacher, wenn möglich, eins, zwei Silbenworte. Ja. Weil die neue Bibel oft die gleiche, also nochmal, 93% vom Neuen Testament ist der gleiche griechische Text, dann müssen Sie neue Übersetzungen finden, weil die erste, das ist Luther, zum Beispiel ist Kultural, die können Sie nicht nutzen, dann müssen Sie schwere Worte nutzen mit zwei, drei, vier Silben. Deswegen ist die neue Bibel schwerer zu lesen, ja. Nach den modernen Computerprogrammen, um Bibeln oder Bücher zu prüfen. Und dann ist die eine der zwei Silbenworte und das können die anderen nicht mehr gebrauchen. Warum nicht? Wegen Copyright. Bei allen neuen Bibeln, der Schlachter auch, da muss man schauen, da hast du, glaube ich, Copyright von der Genfer Bibelgesellschaft. Du darfst das nicht kopiëren, weil es ist ihren Copyright. Und das kann nur, wenn pro Seite zoveel Worte geändert sind, im Vergleich mit diesem Fall alten Luther. Luther hat kein Copyright, ich kann es kopiëren, wie du wisst. Hier ist ein Copyright auf den Satz, das heißt, wie es aufgebaut ist, die. Een Satz van een Text. Maar niet dat de Text an sich, die kannst du kopiëren en verbreiten, wie du willst. Waarom? Is van Gott. Dat is van Menschen. Dat is Unterschied. Also, dat is ook een typisch Beispiel van Werken des Fleisches. Neid in Bibelübersetzung. Sollen zijn wie Gott oder wie Luther. Und dan müssen sie fehlen. Dan machen sie fehlen. Het gaat om das Geld, es geht um schwere Worte. Aber wenn man Christus anzieht und wartet des Leibes. Mit anderen Worten, wenn du das Leibes wartet, dann gehst du Dinge vorbereitet, dass dein Fleisch sein Ding tun kann. Das musst du nicht tun. Zum Beispiel, das frühe Problem mit Alkohol. Dann sagst du nicht, weißt du was, ich gehe ein paar Flaschen kaufen für einen unglaublichen Freund und du hast ein paar Flaschen Whisky und Rum und ein paar Grad Bier da stehen. Ja, das ist die Chance ziemlich groß, wenn du frühe Problem mit Alkohol, dass du selbst an die Flasche gehst. Beste is, kan ook een huis houden. Dan kan ze ook niet in zijn vervuring komen. Oh, du hast een probleem gehad met dingen te schauen, dingen te hören. Geh niet zu deze orten, wo du diesen Müll ziet oder hörst. Oder zoek niet die Gemeinschaft met diejenigen, die Müll reden. Dan kan ze sneller stoppen, dan machst du ein, dan wartest du des Fleisch. Wenn das tut, wenn du da Möglichkeiten macht, ja, dan. Is die Chance groot dat du geil wirst? Die man das auch genau interpretieren möchte. Het is klar, du gehst Dingen tun, die gegen Jesus Christus gehen, die gegen Gott, du versündigst dich an Gott. Nou, bleib weg von all diese Sachen und fliehe die Lüste des Fleisches. Wenn du sagst, ganz klar, ich habe Probleme mit bestimmten Sachen, fliehe sie. Geh weg davon. Wie Josef. Wenn die Frau von Potiphar Josef attackierte, als war es, sie was in de hand van een groepje oder so. Daar is de weggerand. Het is vaak genaamd, het is wijze. Je moest wissen, wenn du weglaufen musst, of wenn du einfach stehen bleiben musst.
Und manchmal ist es weise wegzulaufen. Nicht den Kampf anzugehen, nicht den Streit anzugehen. Fleisch bleibt Fleisch. Brüder und Schwestern, wie alt du auch bist, dein Fleisch ist das gleiche Fleisch wie von Adolf Hitler und Stalin und jede große Serienmörder. Es ist genau das gleiche Fleisch. Du bist fähig, alles zu tun, wenn du weg, ein paar Monate und Wochen weg bleibst von Gottes Wort, von Bibelgläubigen, Gemeinde und von Gebet. Du sollst erstaunt sein, was in das alte Fleisch für Böses herrscht. Amen. Wenig erstaunlich. Und du sagst, das habe ich schon gespürt, das habe ich geschmeckt, ich habe die Folge getragen. Sei weise, bleib weg. Zieh es an dir in Jesus Christus und warte des Leibes, dass du nicht bei werden. Vater, wir danken nochmals für dein Wort und wir beten, dass du uns Gnade gibt, um von diesen Sünde oder werkende Finsternis wegzubleiben und uns hilft, um den Herrn Jesus anzuziehen und recht zu tun, um die Zeit auszukaufen, die wir bekommen haben. Wir danken für die Freiheit, die wir hier haben. Hilf uns, das zu schätzen, zu nützen, etwas für dich zu tun, bis du kommst. Wir beten das im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Ja, schön zu sehen. Man sieht sich. So ist es.